Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode zu Five Nights at Freddy's Theorien. Nun, da es jetzt angeblich das letzte Spiel veröffentlicht wurde, können wir ja versuchen, die gesamten Geschehnisse zusammenzufügen. Am besten beginnen wir mit dem vierten Teil. Seit das vierte Spiel veröffentlicht wurde, gab es eine große Diskussion darüber, wann genau die Geschehnisse stattgefunden haben. Wenn ihr nicht wisst, was wir meinen, sollten wir es vielleicht etwas genauer erklären. Wie Martin schon erwähnt hat, spielst du hier dieses Mindkind, was häufig von seinem Bruder geärgert wurde, indem er ihn mit einer Foxy-Maske erschreckt. Er hat offensichtlich Angst vor den Animatroniken, was in den Albträumen wiedergespiegelt wird. Nachdem du diese fünfte Nacht abgeschlossen hast, sieht man Folgendes. Dies lässt einige glauben, dass das Kind das eigentliche Opfer vom Divide of 87 ist und Golden Freddy oder Fredbear der eigentliche Übeltäter ist. Doch hier scheinen einige kleine Dinge nicht zu stimmen. Zuerst zum Eigentlichen. Golden Freddy, was jetzt Fredbear genannt wird, und Golden Bonnie, auch bekannt als Springtrap. Dies sind die Animatroniken, dessen Verwendung abgebrochen wurde, nachdem Mitarbeiter durch eine Fehlkonstruktion der Feder gestorben sind. Springtrap konnte man nirgends in Five Nights at Freddy's 2 finden. Man sah nur Golden Freddy, doch der Hut als auch die Schleife hat nicht dieselbe Farbe. So ist es ein anderer Golden Freddy? Vergiss nicht, dass das Kind nicht in den Frontallappen gebissen wurde, sondern sein gesamter Kopf von Fredbears Gebiss zerquetscht wurde. Und zuletzt noch das Jahr, was in der dritten Nacht im Fernsehbildschirm angegeben wird, was 1983 zeigt. Natürlich könnte es vieles bedeuten, doch wir sind uns sicher, dass die Geschehnisse in 1983 stattfinden. Natürlich gibt es noch andere Dinge, die uns spontan nicht einfallen. So belassen wir es erstmal bei denen. Nun, jetzt wo wir diese Informationen hinzugefügt haben, können wir endlich die Timeline und die Geschehnisse zusammenfügen. Alles klar. Ich denke, den Anfang wissen wir ja schon. Zuerst das zweite Spiel, dann das erste und dann das dritte. Die Frage ist halt nur, wo der vierte Teil am besten hinpasst. Nun, hier müsste man so einiges beachten. Wenn man die Foden-Guy-Aufnahmen aus dem dritten Spiel beachtet, muss es nach Fredbear Family Diner stattgefunden haben. Welcome to your new career as a performer / entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much needed information on how to handle / climb into / climb out of mascot costumes. Right now we have two specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents / injuries / death / irreparable and grotesque maiming can occur. Und wir wissen dies, da Freddy, Bonnie, Chica und Foxy im Spiel vorkommen, was bei Fredbear Family Diner nicht der Fall ist. We're gonna try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. It was closed for years though, I doubt we'll be able to track anybody down. Also würde es Sinn machen, dass dies vor Five Nights at Freddy 2 geschehen ist, aber sich nicht in Fredbear Family Diner abspielt. Es würde auch Sinn machen, da die Tränen des Kindes die Federn in den Anzug befeuchtet haben, was dafür sorgte, dass einige Leute darunter gestorben sind und die Anzüge verboten wurden. Nicht zu vergessen das Kind, was von Fredbear gebissen wurde, könnte der erste Geist sein, der von einer Animatronik Besitz ergriffen hat. Was wir aus der Serie gelernt haben, ist, dass die Altari-Sequenzen entweder Erinnerungsstücke von Verstorbenen sind oder eine Weise ist, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und nebenbei erwähnt, erinnert ihr euch an die erste Altari-Sequenz, wo das Kind sagt, dass dies seine einzigen Freunde sind? Dies sind nicht einfach nur Plüschfiguren, dies sind in Wahrheit die anderen verstorbenen Kinder. Was noch mehr darauf andeutet, dass das Kind bereits tot ist. Aber auch nicht irgendwelche, sondern es sind die exakt selben Kinder, die ihn in Fredbears Mund geschmissen haben. Im dritten Spiel findet man in einer der Altari-Sequenzen eine Reihe von Kindern mit Masken. Diese vier Kinder haben die gleichen Masken an wie die Kinder aus dem vierten Teil. Zufall? Wohl kaum.
Der Grund, warum das Kind sie als die einzigen Freunde bezeichnet, ist, weil es die einzigen sind, die ebenfalls in einer Matroniken gefangen sind. Und nun zu Golden Freddy selbst. Der Grund, warum er im ersten und zweiten Teil so leblos erscheint, ist, weil das Kind vorher gelähmt war, bevor es gestorben ist. Was uns das Ende der sechsten Nacht in Five Nights at Freddy's 4 zeigt. Doch hier ist noch eine Frage, die ziemlich offen ist. Wen spielst du eigentlich im vierten Teil? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Doch ich würde spontan sagen, dass du nicht den Jungen aus den Atari-Sequenzen spielst, was jeder anfangs annimmt. Ich würde eher sagen, dass du den Bruder spielst, bevor er gestorben ist. Ich bin mal auf die Erklärung gespannt. Nun, nachdem man sieht, wie sein Bruder von einer Animatronik getötet worden ist, ist man ohne Frage davon traumatisiert. All dies ist ein Albtraum, was durch ein Trauma zu Animatroniken entstanden ist. Ebenso ist das Zimmer aus der Atari-Sequenz nicht identisch zu dem Zimmer im Spielverlauf, was es sogar wahrscheinlicher macht, dass du der Bruder bist. Und der Grund, warum man im Hintergrund diese IVs sieht, was man oft in Krankenhäusern findet und im Spiel Fredbear dich angreift, stellt die Erinnerung dar, dass er schuld an seinem Tod ist. Doch dies ist bis jetzt nur eine Reihe Spekulationen. Sicherlich gibt es bei einigen Stellen etwas, was keinen Sinn ergibt. Doch dies können wir in einem anderen Mal korrigieren. Also, wir sind am Ende angekommen. Also dann, ciao Leute! Diese Videos waren früher für nette Kinder, doch heute ist es für unartige Erwachsene. So wie du. Oh, warte. Bin bereit. Ja, ich was? Das war voll unerwartet. Das musst du doch immer 3, 2, 1 jetzt klicken. Ich war dann so, wann sagt er 3, 2, 1? Ach ja, stimmt. Ja, ich hab's total vergessen. Dies lässt einige glauben. Scheiße, ich hab gelacht. Entschuldigung. Ja, Lachen ist gesund und so. Dies lässt einige glauben, dass das Kind das eigentliche Opfer von The Bite of 87 ist. Und Golden Freddy oder Fredbear... Der Golden Freddy. Golden... Golden Freddy. So richtig verdeutscht. Golden Freddy. Ist mir egal. Ich lese ja die Deutsche vor. Deutschland. Also soll ich auf Deutsch reden. Golden Freddy. Sorry, Alter. Vielleicht lese ich auf Japanisch vor, ey. Oder bin ich mal gespannt. Was? Du hast eine lustige Stimme gehabt am Anfang beim 3-2-1 Count. Da hab ich schon gedacht, du lachst nicht. Was? Wovon redest du? Du hast 3-2-1 und dann hast du nochmal kurz gedacht und dann hast du draufgeklickt. Mann. Okay. Ich kann so nicht arbeiten. Seit wann arbeiten wir? Keine Ahnung, wir haben eigentlich nur Spaß. Ja, schon irgendwie. Dies lässt einige glauben, dass das Kind das eigentliche Opfer von The Bite of 87 ist. Und Golden Freddy oder Fredbear... Mann, Mann! Ich hab sogar jetzt extra auf Englisch gesagt und trotzdem kriegst du ein Lachen. Ich kann's aber nicht, ich muss schon wieder daran denken. Sorry. Mann, ey. Okay, nochmal. Vergiss nicht das Kind, das nicht in den Frontal. Lass das andere das vergessen. Ich hab zuerst das gesagt. Ich hab's nicht gehört. Pausier das jetzt und hör's dir an. Okay. Vergiss nicht das Kind, das nicht... Hä, was laber ich? Ich nicht Türke, oder was? Ich weiß es auch nicht, ich bin so Türke, oder was? Nur weil ich Türke bin. Ich bin kein Türke. Das hat mal mein Vater zu mir gesagt, als ich da so einen Text abgeliefert habe. Und das klang so bescheuert. Er hat gesagt, das ist ein Türke. Was? Nichts gegen Türk. Nichts gegen Türk, nein. Vergiss, wo bin ich? Hä? Was? Hä, wo bin ich? Hä? Ja, wo sind wir?
Ach da, er vergisst nicht, dass das Kind nicht in den Frontallappen gebissen wurde, sondern sein gesamter Kopf wurde von Fredbears Gebiss zerquetscht. Ja, das ist schon lange zu spät, um das zu retten. Ach, schade. Es würde auch Sinn machen, da die Tränen des Kindes die Federn in den Anzug befeuchtet haben. Was dafür sorgt? Scheiße! Ich kann das einfach nicht ausweichen, das zu schreiben! Oder findest du vielleicht noch eine bessere Möglichkeit, das zu sagen? Soll ich sagen? Dann fällt dir vielleicht was Besseres ein, was ich schreiben sollte, statt befeuchten. Feucht, Ladyface. Es würde auch Sinn machen, da die Tränen des Kindes die Federn in den Anzug befeuchtet haben. Was dafür sorgte, dass es einige Leute dahinter gestorben... Scheiße, ich hab dahinter gesagt, statt darunter. Dahinter? Die sind da hinten gestorben. Sie sind nicht immer im Anzug gestorben, sie sind im Anzug gestorben. Bei den Anzug sind sie gestorben. Die Anzüge haben sich auf sie raufgesetzt. Ich weiß gar nicht, warum das so lustig ist. Keine Ahnung, wir lachen einfach. Ja, das stimmt. Es würde auch Sinn machen, da die Tränen des Kindes die Federn in den Anzug. Das kannst du schon wieder. Ich hab gerade an Befeuchten gedacht. Das ist unmöglich. Versuche das gerade ernsthaft zu lesen, jetzt bringst du mich zum Lachen. Hallo, du hast dich auch zu lachen gehört. Oh Gott. Du zu mir, so ich dir. Nicht zu vergessen, dass das Kind von Fredbear gebissen wurde. Könnte der... Brainiac here, stop working. Oh Mann, hast du immer noch ja, Brain 98 hier? Ja, ich hab... Steig da endlich mal um auf XP. Ich wollte mir sogar Vista holen. Gott, ich rate dir, geh nicht auf Vista, auf Brain Vista, oh Gott. Weiß gar nicht, wie einfach es ist, das mit Viren voll zu bekommen. Nicht zu vergessen, das Kind, was von Fredbear gebissen wurde, könnte der erste Geist sein, der von einer Animatronic Besitz ergriffen hat. Warum hast du es so seltsam gesagt? Warum hab ich es nicht so seltsam... Warum habe ich es nicht normal gesagt? Warum hast du es nicht so normal gesagt? Weil ich gedacht habe, so habe ich es besser ausgesprochen. Jetzt habe ich es ausgesprochen und du nimmst es trotzdem nicht. Ja, weil du klingst damit wie ein Roboter. Ich bin auch ein Roboter. Nein, das bist du nicht. Ich weiß. Was wir aus der Serie gelernt haben, ist das Altari. Altaria! Ja, das ist ein Pokémon, ich weiß. Talia setzt Fliegen ein. Oh Gott. Doch dies ist jetzt nur eine Spekulation. Und jeder, der was anderes sieht, der kann ein paar Donks in Haie lehren. Warum machen wir eigentlich diese Anspielungen? Obwohl wahrscheinlich niemand das Spiel wirklich kennt von unseren Zuschauern. Doch dies ist bisher nur eine Spekulation, keinen Sinn gibt. Doch dies können wir in einer anderen mal korrigieren. Alles klar! Yeah! Du musst es doch schneller machen! Gotta go fast und so! Gotta go fast!